So, heute wollte ich mit euch mal einen Test machen. Ich habe die Holyland, die angeblich besten Mikrofone, die man zurzeit kaufen kann, mal gegen meinen Rocket Torch und gegen ein paar billige Kumpanen, die ich mir mal bei einem großen Online-Versandhändler gekauft habe, antreten lassen. Und ihr werdet überrascht sein, wie schlecht oder wie gut so manche Sachen sind. Ich habe hier zwei verschiedene günstige Kumpanen und einmal mein Rocket Studio Mikrofon, das natürlich eine ganz andere Kategorie ist. Und wir haben die Holyland. Wollen wir mal sehen, wer heute gut abschneidet und wer nicht so gut da wegkommt. Im Übrigen, die hier sind richtig teuer. Was haben wir denn? Wir haben ein paar Kabel dabei, einmal ein USB-Kabel mit USB-C, einmal ein USB-C auf USB-C. Dann haben wir diese zwei Windschützer dabei für beide Mikrofone. Wir haben zwei Magnete gekriegt. Wir haben hier ein Klinkekabel, das relativ kurz ist, also da kann man jetzt nicht die Kuh von reißen, vom Eis reißen. Dann haben wir, da war noch ein Kabel, ah ja, hier. Das habe ich gar nicht ausgepackt. Da haben wir USB-C auf den Apple-Standard. Und ja, ich glaube, das war's. Dann haben wir hier noch eine schöne Tasche gekriegt. So sieht die aus. Da könnt ihr hier oben die Kabel verstauen. Und hier kommt dann, wenn man denn jetzt sieht, hier kommt dann unser Case rein. Ist eigentlich ganz schön. Die Tasche fühlt sich auch wirklich toll an, hat so eine Struktur. Ja, macht schon was her. Ansonsten war es das eigentlich. Da ist nicht viel mitgekommen. Da sind diese zwei Magnete hier gekommen. Die sollte man jetzt, so wie das aussieht, hier eigentlich in dem Case verstauen können. Aber das funktioniert gar nicht. Also, ich kann die zwar da reinmachen, aber ihr seht, jetzt bleibt da drin. Aber wenn ich das jetzt zuklappe, dann hängt das mir nachher hier am Display. Also, ich hole das hier jetzt mal lieber raus. So, und schon ist das Magnet wieder da oben. Also ich denke, diese zwei Löcher da sind nicht für die Magnete. Das heißt, noch nicht mal mehr die Magnete kann ich irgendwie vernünftig verstauen. Das ist jetzt schon blöd. Auch die Windschutz passt hier nicht mit oben drauf. Gar nichts. Also das ist eigentlich überhaupt kein Platz hier in dem Case, um noch was vernünftig zu verstauen. Ganz im Gegenteil, das Case selbst ist schon zu klein. Wenn ich das hier so aufmache, dann bleibt das schon hier dran hängen und kratzt hier jedes Mal an dem Halter da dran. Also total sparsam wurde der Platz hier ausgemerzt. Und bei dem Preis hätte ich mir doch wenigstens vorgestellt, dass ich das hier aufkriege, ohne dass da was dran hängen bleibt. Also ja, ist schon eher enttäuschend. Okay, was haben wir noch? Holen wir mal alles raus. Case machen wir jetzt weg. Da wissen wir alles drüber Bescheid. Jetzt haben wir mal den Empfänger in der Hand. Jetzt seht ihr da, beide Mikrofone sind verbunden. Wenn ich jetzt wissen will, was ist Mikrofon 1 und 2, dann muss ich erstmal in ein Mikrofon reinsprechen, damit ich oder drauf tippen. So, also Mikrofon 2 habe ich jetzt in der Hand. Okay, dann schalten wir Mikrofon 2 mal aus und gucken, was dann überhaupt passiert. Dafür muss man hier lange drauf drücken. So, jetzt ist das aus. Wie lange dauert es? Ah, jetzt hat er direkt umgeschaltet und ich gehe mal davon aus, dass er dann jetzt auch auf Mono ist. Nee, steht noch auf Stereo. Wie will er das denn machen? Dann ist ja jetzt nur noch ein Channel, eine Seite da. Also, jetzt haben wir nur noch ein Mikrofon verbunden. Dann gucken wir mal, was man da im Menü mit einstellen kann. Also, wir haben den Rec Mode. Da können wir jetzt zwischen Stereo, Mono und Safetti Track wählen. Safetti Track habe ich in der Beschreibung nicht gefunden. Es gab jetzt mal jemand, der hat gesagt, das wäre so eine Art Mix. Sagt mir absolut gar nichts. Also ich habe es auch ausprobiert. Man kann dann nicht wirklich was hören. Man könnte es ja nachher nochmal probieren. Vielleicht merkt ihr ja was und schreibt es mir dann in die Kommentare. So, also lassen wir das mal so. Dann können wir hier Mikrofoneinstellungen machen. Da haben wir Mic Gain. Da seht ihr dann Mikrofon 1. Kann ich jetzt hier auswählen, welches ich will. Holen wir mal Mikrofon 1 und dann kann ich da, ja, kann ich halt auf 10 gehen oder auf 0. Aber da gibt es auch noch einen schnelleren Weg. Den braucht man nicht. Hiermit kommen wir immer ganz einfach zurück.
So, dann haben wir hier Autorekord, können wir einstellen. Das ist dann, wenn ihr die Mikrofone anhabt, das dann direkt automatisch aufgenommen wird. Habe ich jetzt aus, weil die Funktion werde ich wohl nicht so viel benutzen. Auto aus, da können wir dann einstellen nach 15 Minuten oder niemals. Dann haben wir hier die Helligkeit. Ja, jetzt ist es dunkler geworden. Zwar nicht viel dunkler, aber es ist ein bisschen dunkler geworden. Wäre schön gewesen, wenn man das jetzt auch ganz ausschalten könnte, aber nee. Ich kann nur zwischen Normal und Low wählen. Das ist ja auch ein bisschen, naja. So, und dann haben wir das Storage. Der ist mit 8 GB haben wir 14 Stunden. Haben wir Mikrofon 1 und Mikrofon 2, können wir dann schön hier von dem Gerät aus auch drauf zugreifen und den formatieren. Finde ich ganz praktisch. So, und dann kann man hier wählen Phone Speaker, On Off, EQ. Da haben wir Hi-Fi, Low Cut, falls ihr jetzt irgendwelche tiefen Bässe, ein Auto im Hintergrund habt oder so, das kann man dann damit wegschneiden. Und Vocal Boost, klar, da wird dann die Stimme hervorgehoben. Und dann haben wir noch System Settings. Ja, hier könnt ihr das Ganze wieder paaren. Also paaren haben wir abgesprochen, dann Helligkeit, dann können wir hier die Helligkeit vom Display einstellen. Ja, und dann können wir hier Upgrade the Device, habe ich noch nicht gemacht. Dann können wir hier Datum gucken. Das ist natürlich wichtig für die Aufnahmen, dass Datum und Uhrzeit eingespeichert ist. Die habe ich gestern ziemlich genau eingestellt. Es stellt sich die Frage, ob man das hier irgendwo sieht. Dann die Language, da hat man, freut man sich natürlich. Ah, kann ich endlich auf Deutsch umstellen? Nein, ihr könnt zwischen Chinesisch und Englisch wählen. Super, vielen Dank. Und dann können wir das Gerät hier zurücksetzen. Und hier sehen wir dann Versionsinfo. Die zeige ich euch auch, welche Version ich jetzt habe. Ich habe die 10398. Okay, so ist das Gerät jetzt zu mir gekommen. Ich denke, dann haben wir die ganzen Einstellungen. Was ganz lustig ist, ihr könnt natürlich auch hier Home-Display-Einstellungen vornehmen. Das ist also tatsächlich ein Touch-Display. Also kann ich jetzt hier, ne, auswählen kann ich nicht. Da muss ich dann hier OK drücken. Aber ich kann jetzt hier Lautstärke rüberschieben und alles, das funktioniert. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass die da auch noch einen Touch reingemacht haben. Das ist ja auch schon was wert. Ansonsten, ja, ich denke, wir haben das Gerät durchgesprochen. Die Mikrofone sehen so aus. Da habt ihr also hier den Aufnahmebutton. Damit könnt ihr die Aufnahme starten. Habe ich jetzt gemacht. Dann seht ihr auch hier auf dem Display direkt ein kleiner roter Punkt. Wenn ich jetzt wieder die Aufnahme stoppe, dann verschwindet der wieder. Hintergrundgeräusch verschwinden lass Button. Wenn ich es also anschalte, dann seht ihr auch hier im Display so ein kleines Zeichen. Also ihr seht hier oben. Das kleine Zeichen, das kann ich hier an- und ausschalten. Jetzt ist die Hintergrundgeräuschunterdrückung aus und jetzt ist die Hintergrundgeräuschunterdrückung an. Wenn ich dann auch noch lange auf den Knopf drücke, dann kann ich das Gerät in den Paarungsmodus versetzen und hier mit dem Device wieder koppeln. Dann muss ich das allerdings auch in den Paarungsmodus versetzen. So, und dann haben wir hier oben lange gedrückt halten, geht das Gerät aus, kurz gedrückt halten, passiert nichts. Da hätte man jetzt echt eine nette Stummschaltfunktion einfügen können. Dass wenn ich hier kurz drauf drücke, dass das Mikrofon dann stumm ist, aber leider hat man das versäumt. Und das wäre wirklich bei dem Mikrofon super praktisch gewesen. Ja, dann können wir die ganzen Dinger hier schön mit einem Magnet festmachen. Zu dem Magnet bräuchte man natürlich noch irgendwie eine Karte, wo man das dann um den Hals hängt. Ist leider nichts dabei, hat man sich bei dem Preis gespart, die muss man extra kaufen. Man kann jetzt natürlich das Magnet einfach hinter das T-Shirt machen und dann das Mikrofon auf die andere Seite. Die sind so stark, dass das so auch hält. Dann könnt ihr auch die Höhe und alles einstellen. Wäre allerdings schön gewesen, wenn man da noch ein bisschen mehr Zubehör mitbekommen hätte. Also fangen wir mal mit unserem Test an. Jetzt haben wir ja alles gesehen, jetzt möchten wir aber gerne wissen, wie klingen die denn? Also, ich spreche jetzt hier in meinen Rokar Torch rein und jetzt mache ich mal hier Staubsauger an. Gucken wir mal, wie sich das dann verhält, wenn ich weiterrede. Test 1, 2, 3. Alles ist vorbei. Könnt ihr mich noch hören? Ja, ich denke schon. Ne? Das Rokar müsste ja eigentlich meine Stimme trotzdem noch aufzeichnen. Ich kann das jetzt auch mal umstellen hier auf Stimmen forciert. Mal gucken, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Hören wir mal den Dyson Luftreiniger und stellen den mal auf die lauteste Stufe. So, lauter geht er jetzt nicht. Jetzt haben wir den so im Hintergrund laufen.
Ja, gucken wir mal, wie das mit Hintergrundmusik ist. Da schalte ich jetzt einfach mal meinen Lieblingssong an, den ihr alle immer so gern hört. So, jetzt lasse ich das einfach auf dem Handy laufen. Das lege ich dann mal dahin. Gucken wir mal, wie sich das dann anhört. So, ich denke, jetzt haben wir mal alles getestet, wie das mit Hintergrundgeräuschen ist. Machen wir da wieder Pause, das reicht. Jetzt wollen wir doch mal hören, wie sich die Holly Land vergleichen, wenn wir Hintergrundgeräusche machen, wie sich dann der Unterschied anhört. So, also schalten wir mal um auf Holly Land. Okay, jetzt hört ihr mich über den Holly Land, Lag Max. So, Hintergrundgeräuschunterdrückung ist ausgeschaltet. Ich rede ganz normal hier rein. Ich habe ungefähr den richtigen Abstand, würde ich mal sagen. So, wenn ich hier mir den Levelmeter angucke, ich kann das Ganze auch mal lauter stellen. Left muss ich ja da holen, wahrscheinlich. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, habe ich Left oder habe ich Right? Ist jetzt ein bisschen irritierend. Jetzt habe ich das mal lauter gemacht. Output 8 steht da jetzt. Das andere Mikrofon ist doch gar nicht an. Warum fragt er mich denn dann? Das ist auch ein bisschen blöd, ne? Das andere ist jetzt gar nicht an und trotzdem werde ich gefragt, welches möchte ich denn einstellen? Ist ja irgendwie ein bisschen doof. Gut, also gucken wir mal, gehen wir mal ins Menü und dann gucken wir mal. Nee, auch hier sehe ich nicht, welches Mikrofon jetzt eingestellt ist. Also muss ich das jetzt tatsächlich auf Mono stellen, damit ich da sehe, welches Mikrofon ich bedienen will. Ja, jetzt kann ich leicht einstellen, aber das ist ja schon ein bisschen blöd, ne? Also jetzt bin ich wahrscheinlich viel zu laut. Also stelle ich mich wieder leiser. Ich stehe mal voll auf. So, jetzt haben wir hier 10, dann wird wahrscheinlich alles rot. So, jetzt machen wir mal ganz leise. Das ist jetzt das Leiseste, was geht. Und wenn ich mir so mein Level angucke, dann müsste das hier eine ganz gute, noch ein bisschen, müsste das hier eine ganz gute Lautstärke sein. Vielleicht noch eins. So, jetzt bin ich gerade so kurz vorm roten Bereich. Ah, jetzt können wir ja mal Saffetti-Track ausprobieren, ob man da einen Unterschied merkt. Also jetzt immer auf Saffetti-Track. Keine Ahnung. Das werde ich mir dann nachher mal anhören, wie das sich, wo da der Unterschied ist. Test 1, 2, 3. Saffetti-Track ist vorbei. Stelle ich wieder auf Mono. So, und dann gucken wir mal hier. Mix-Settings. Da kann ich aber jetzt immer noch Gain einstellen. Das ist ja dann doch was anderes. Also irgendwie gibt es da noch ein paar Sachen, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Die sind noch nicht so gut erklärt in der Beschreibung. Jetzt benutzen wir das Ganze mal mit Hintergrundgeräuschunterdrückung, um rauszufinden, ob die Mikrofone denn da einen echten Mehrwert bringen. Also, schalten wir mal den Staubsauger ein. Jetzt hört ihr mich mit Staubsauger. Und jetzt werde ich mal die Hintergrundgeräuschunterdrückung einschalten. So, jetzt ist das Ganze an. Stellt sich nur noch die Frage, ob ihr überhaupt einen Unterschied gemerkt habt oder nicht. Der Staubsauger, der bläst auch so ein bisschen gegen mich. Ich hole ihn mal hier in die Hand. Mal ein bisschen weiter weg. So, ich hoffe mal, man merkt einen deutlichen Unterschied, dass besser geworden ist. Wenn den Staubsauger noch auf Turbo stellen, dann ist er noch lauter. Aber ich sehe hier am Level-Output, dass da doch ziemlich viel ist. So, jetzt haben wir den Staubsauger aus. Jetzt machen wir mal den Dyson da hinten an, ob das vielleicht besser ist. So, er legt direkt volle Kanne los, das ist gut. Zur Sicherheit drücke ich noch ein paar Mal auf den Button. Bin ich mal gespannt, ob der besser ist. Und jetzt schalte ich mal die Hintergrundgeräuschunterdrückung wieder aus, damit ihr einen Unterschied hört. Einen Moment. So, jetzt haben wir die Hintergrundgeräuschunterdrückung aus. Ich denke, ihr könnt den Dyson jetzt hören. Jetzt bin ich mal leise und da schalte ich die Hintergrundgeräuschunterdrückung im leisen Zustand wieder an. So, ich denke, am Levelmeter sieht man direkt, dass da doch schon ein Unterschied ist. Also der Dyson verschwindet auf jeden Fall. Gut, machen wir dasselbe noch mit dem Handy. Ich habe sie jetzt an. Jetzt lasse ich da wieder euer Lieblingslied laufen. So, Hintergrundgeräuschunterdrückung ist an, Musik am Handy läuft. Gucke ich gerade mal, ob ich, ja, ich will jetzt die Lautstärke nicht verstellen, war ja eben genauso. So, und dann mache ich jetzt mal hier die Hintergrundgeräuschunterdrückung wieder aus, um zu gucken, ob es dann besser wird, schlechter wird. Jetzt mache ich dasselbe auch mal im leisen Zustand. Ich schalte sie jetzt
Ihr zählt jetzt im Kopf bis 3 und dann schalte ich sie ein. Hoffen wir mal, dass die Dinger ihr Geld wert sind. So, jetzt haben wir mal gehört, wie die Hintergrundgeräuschunterdrückung zu Hause funktioniert. Draußen gibt es bestimmt wieder anderes, aber da gibt es ja schon genug Videos dazu. Ihr habt jetzt auch mal einen klanglichen Vergleich zu einem recht günstigen Mikrofon gehört, das natürlich per Kabel verbunden ist und ein unfairer Vergleich ist. Trotzdem war es mir wichtig, dass man da auch mal einen Unterschied sieht. Für mich gibt es halt noch einige Nachteile, wie zum Beispiel, dass man nicht weiß, welches Mikrofon jetzt verbunden ist und welches nicht, wenn man nur eins benutzt. Der andere Nachteil ist, dass man die Mikrofone nicht stumm schalten kann, wenn man das braucht. Das wäre zwischendurch mal ganz praktisch gewesen, wenn man mal auf ein anderes Geräusch sich konzentrieren will oder auch gerade bei zwei, wenn man eine Diskussion führt und der andere spricht und man will mal gerade husten, dann kann man das Mikrofon jetzt nicht einfach so stumm schalten. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten sind die Geräte ganz nett, fehlt allerdings ein bisschen Zubehör wie eine Karte für die Magnete. Ein richtiger Verstaupunkt für die Magnete ist auch nicht da. Ich die einfach so lose in die Tasche schmeiße. Gehen sie mit Sicherheit schnell verloren. Die Kabel sind sehr kurz, also ist vielleicht praktisch jetzt bei, wenn ich das direkt auf die Kamera stecke und so, aber gibt halt auch Szenarios, da hätte ich mir ein längeres Kabel gewünscht und das muss ich mir jetzt extra kaufen oder ich hab's halt. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich denke, ihr könnt ungefähr selbst entscheiden, wie die Qualität der Mikrofone ist. Ich finde, für den Preis sind sie noch ein bisschen zu teuer. Ich würde mal sagen, so um die 200 Euro angesiedelt ist vielleicht ein vernünftiger Preis. Ein paar Sachen, die sind einfach nicht so gut umgestaltet worden, wie zum Beispiel das Case, das hier immer an dem Empfänger hängen bleibt, wenn ich es aufmache. Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Es könnte noch ein bisschen besser sein. Machen wir jetzt mal den Paarungsmodus. Das übernehme ich jetzt. Jetzt hat die Verbindung verloren. Jetzt setzen wir das da rein. Jetzt setzen wir das da rein. Dann holen wir hier unser Empfängerchen. Gucken wir mal. Die Mikrofone sind wieder da. Ich jetzt raushole. Das raushole. Müsste direkt Verbindung da sein. Ja. Kann man jetzt sehen. Hier sind direkt wieder verbunden. Also selbst mit der Paarungsfunktion muss man sich nicht rumärgern, wenn ihr mal die Verbindung verloren habt, macht sie einfach ins Case rein und die Sache hat sich erledigt. So, als kleines Gimmick habe ich euch mal noch hier ein Amazon-Mikrofon dabei gemacht. Happy Oh Yeah. Das war relativ günstig, das hat jetzt glaube ich 40 oder 50 Euro gekostet. Da spreche ich jetzt mal hier rein, damit ihr mal einen Unterschied hört zu einem wirklich tollen Mikrofon. Ja, ich stecke mir das jetzt mal hier an die Brusttasche. So. Jetzt rede ich mal in das Mikrofon rein. Jetzt hört ihr mal den Unterschied zwischen 320 Euro und ich glaube 40 Euro oder so was kostet das. Ja, so und dann gehe ich jetzt wieder zurück zu meinem Torch-Mikrofon. Weil das hier werde ich jetzt abziehen. Das ist das hier. Das kommt aber auch, lustigerweise, jetzt kann ich mal hier richtig Werbung für machen. Das kommt aber auch in so einem Ladecase. Sogar ein kleines Display. Kann ich alles reinmachen und hier klackert nichts. Ich halt aufmache. So, damit ihr die auch mal hört, habe ich jetzt auch eins von denen mal angeschlossen. Ich kann jetzt mal der zweite hier noch anmelden. Test 1, 2, 3. Jetzt haben wir sogar Stereo. Ja, die Teile funktionieren halt auch irgendwie. Die kosten jetzt wirklich nicht viel. Die kann man wirklich günstig bei diversen Geschäften kaufen. Kosten nicht viel. So. Jetzt ist es fast 2 Uhr, Leute. Ich habe jetzt, gut, ich war noch schnell beim Friseur, meine Haare waren viel zu lang. Aber ich habe jetzt wirklich lange an dem Video gearbeitet, bis es mir gefallen hat. Ich habe mir jetzt alles angehört. Ich finde, im Endeffekt gefallen mir die Holyland am besten vom Sound. Als nächstes käme dann der Torch und die anderen zwei, okay, die sind für Gelegenheit vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt ein bisschen Spaß damit gemacht. Aber ich war überrascht, dass sie doch noch besser geklungen haben, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hoffe, dieses Video konnte euch irgendwie helfen. Wie immer, ich nutze keine Effekte für irgendwas am Sound zu verändern. Ich habe die Mikrofone so angeschlossen, habe in der App alles so gelassen, wie es ist. Ich habe da also jetzt standardmäßig überhaupt nichts verändert und ich gehe mal davon aus, dass ihr den Ton so am besten hören könnt, wie er rüberkommt. Wenn ich da jetzt noch was anpasse und hier und da nur damit schöner klingt, dann ist das nicht wahrheitsgetreu. Ich will das Gerät so kennenlernen, wie ich es gekauft habe und was ihr nachher an Einstellungen rausholt und besser macht,
ist ja dann euer Bonus. Die anderen zwei Mikrofone, die waren jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich habe mir das jetzt mal angehört beim Schneiden und alles und ging eigentlich, war ich jetzt gar nicht. Gut, es ist natürlich kein Vergleich, aber sie reichen, um Sprache zu übertragen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal einmal im Jahr streamt, warum so was Teures kaufen, wenn mit den billigen auch geht, wenn man einen verstehen kann? Muss ja nicht immer hier HiFi-Studio-Qualität sein. Ich wollte jetzt mal einmal meinen Channel ein bisschen professioneller auffahren. Und deswegen habe ich mir jetzt da mal ein paar Mikrofone zur Auswahl geholt, um das mal zu testen. Aber wenn ich keine Likes von euch kriege, bringt das ja sowieso alles. Also zeigt mir, ob es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare, wie auch immer. Ich würde mich echt freuen. So, jetzt gehe ich aber ins Bett. Gute Nacht.